Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich sehe schon, Melanie hat hier drüber geschrieben, artgerechte Haltung. Hallo Herr Kammerer, Frage von Patrick. Ich habe einen 6000 Liter Teich mit 10 kleinen Koi, 10 bis 15 cm, einen Aquaforte Fließfilter 300 mit einer Trockenpumpe mit 12.000 Liter Durchfluss in der Stunde. Zum Belüften habe ich eine Oase Oxytex Z1000. Im Winter habe ich meinen Teich abgedeckt und eine Teichheizung, wo das Wasser 13 Grad konstant hat und eine 55 Watt UVC-Lampe. Meine Frage ist, sind es zu viele Kois im Teich? Was könnte man besser machen? Wie viele Kois wären in der Größe möglich? Also lieber Patrick, wenn ich das so ganz grob überfliege, kann ich dir nur eins sagen. Ich wäre froh, wenn die Hälfte aller Koi-Liebhaber in Deutschland ein solches Verhältnis der einzelnen Komponenten zusammen hätten. 6000 Liter mit 10 kleinen Koi, 10 bis 15 cm, das ist nichts. Die Fische haben ausreichend Schwimmraum. Der Fließfilter 300, den kenne ich jetzt nicht. Trocken aufgestellte Pumpe mit 12.000 Liter. Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Pumpe macht noch die Hälfte nachher im Betrieb. Dann haben wir den Teich einmal pro Stunde ausgetauscht. Hervorragend. Zum Belüften habe ich eine Oase Oxytex Z1000. Kennst du das, Marc? Taugt das was? 10.000 Liter? War auch super, oder? Also auch Marc sagt 10. Ich frage, taugt das was? Entschuldigung, liebe Oase, natürlich taugt das was. Ja, ich wusste nur nicht, wie stark die ist. Also die bringt auch ausreichend Luft für den kleinen Teich. Er ist abgedeckt, er hat eine Teichheizung, Wasser konstant 13 Grad, absolut perfekt. Den Fischen wird im Winter kein großer Stress zugemutet. Eine 55 Watt UV-Lampe, das heißt, ich habe rund 10 Watt pro Kubikmeter, absolut sensationell. Also den Fischen geht es gut. Die Fische werden da drin auch gut wachsen, wenn du sie anständig fütterst. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Fließfilter ein Biofilter drin ist. Da solltest du gucken, dass du noch einen etwa 600 Liter großen Biofilter irgendwie daran gebastelt bekommst. Und dann, denke ich, können deine 10 kleinen Koi da auch auf eine stattliche Größe von 50, 60 cm wachsen. Und da spricht auch nichts dagegen, dass die in einem 6000 Liter Becken schwimmen. Ganz im Gegenteil, wenn ich Fisch wäre, und ich glaube, unsere Koi sehen es genauso, wir würden lieber ein kleineres Becken mit perfektem Wasser bevorzugen, als ein Riesenbecken, wo zwar Schwimmraum da ist, aber ein Wasser, in dem kein Mensch und vor allem kein Fisch schwimmen will. Und von daher, nicht die Größe entscheidet, sondern die Qualität ist entscheidend. Und das ist auch was, was wir hier in unserem alltäglichen Tun, Handeln und Managen dieser Anlage sehen. Und das würde mich freuen, wenn mehrere Leute ein solches Setup vorzuweisen hätten. In diesem Sinne, Patrick, danke für deine Zuschrift. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.